Mein Name ist Henrik Rudersdorf und komme aus Hintermailingen. Ich bin Metallbaumeister in einem jahrhundertealten Familienbetrieb. Unser Familienbetrieb wurde 1765 gegründet und ich übernehme den jetzt in der 8. Generation. Mein Vater hat den jetzt seit bald 40 Jahren auch schon geführt und ja, mich macht das natürlich stolz, dass wir auch schon über 250 Jahre den Betrieb hier auch an der Stelle in Hintermailingen weiterführen können. Dort, wo schon die Vorfahren Metall in Form brachten, ist die Familie Rudersdorf mit ihrem Handwerksbetrieb noch immer zu Hause. Ein Hauch von Geschichte zieht durch die Werkstatt. Man sieht es ja auch an jeder Ecke, ne? Das alte Schmiedefeuer, die Haken, wo die Pferde früher dran befestigt wurden, der alte Keller. Man hat überall noch so ein kleines Andenken an die alten Zeiten. Das sind Wege durch die Vergangenheit und durch die Familiengeschichte. Der persönliche Weg von Henrik ins Handwerk lief nicht ganz geradlinig, denn... Ich hatte mit 16 eine Ausbildung als Bankkaufmann angefangen und danach natürlich noch das Fachabitur gemacht und hatte angefangen zu studieren und hatte mich dann aber... schon natürlich auch immer im Betrieb eingebracht und habe dann erkannt, dass das eigentlich mir doch viel mehr liegt und viel mehr Spaß macht. Man muss natürlich sagen, es war eine gute Grundlage. Es war kein Fehler, aber es war ein guter Anfang. Und die Ausbildung dann nochmal zu machen und den anschließenden Meister, das war dann der richtige Weg und auch die richtige Entscheidung. Was die Frage aufwirft, hat irgendjemand nachgeholfen beim Umsatteln vom Banker zum Metallbauer? Immerhin standen über 250 Jahre Familientradition auf dem Spiel. Klar, das ist immer ein Aspekt, woran man denkt, aber meine Eltern haben mir auch nie Druck gemacht. Man ist natürlich auch stolz darauf, dass man dann so einen Betrieb halt in der Familie weiterführt und die Tradition aufrechterhält. Der nächste Schritt ist erstmal die offizielle Firmenübergabe und dann heißt es einen ständigen Ausbau. Ist natürlich hier an Ort und Stelle schwierig, wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir wollen uns ja jetzt auch nicht hier Hals über Kopf in irgendwas reinstürzen. Es hat über 250 Jahre hier funktioniert und ich denke mal, die nächsten Jahre werden wir auch gut überstehen und auch so weiterführen können. Dank Meisterkurs ist Henrik perfekt darauf vorbereitet. Es war sehr gut alles und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Klar, manches war schon anspruchsvoll, dass man da auch wirklich sagte, okay, jetzt heißt es Gas geben. Aber sonst wäre der Meister ja auch nur ein Geschenk. Man muss schon auch Meisterleistung bringen. Ja, ich bin stolz darauf, dass ich den Meister gemacht habe und dass ich den Familienbetrieb weiterführen kann. Mein Name ist Lisa Link, ich komme aus Ransbach-Baumbach und ich bin der Beweis, dass Feinwerkmechanik Frauensache ist. Eigentlich war der Plan gewesen, Abitur zu machen. Weil, naja, man hat länger Ferien, ist ja schön. Deswegen habe ich Abitur angefangen, da war ich in der 11. Aber irgendwie... wurde da nichts draus. Irgendwie war das zu viel Wissen auf einmal und Wissen, was man nachher überhaupt nicht nachher so braucht. Was du nachher sowieso wieder vergessen tust. So, und dann musste man sowieso in der 11 Praktikum machen. Das habe ich dann hier auch. Und ja, 2 Wochen vor Ausbildungsbeginn hatte ich dann einfach mal nachgefragt, ob ich die Ausbildung hier anfangen kann. Und dann ging das so nahtlos über, dass ich hier dann direkt angefangen habe, im ersten Lehrjahr. Von der Abi-Schule an die Werkbank, dann direkt in die Meisterschule. War der Durchmarsch so geplant? Nein. Also, dass ich das so schnell mache und auch durchziehe, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das war irgendwie senkrecht Startung nach oben. Bei dem sich Lisa in einer reinen Männermeisterklasse wiederfindet. Probleme gab es deswegen nicht, zumal... Zu Hause ist das jetzt auch nicht anders da. Ich habe nämlich auch drei Brüder. Also ist das da wie zu Hause. Habe ich mich direkt wohlgefühlt, sind auch alle offen und gewesen. Deswegen war alles gut. Und wie geht es nun mit dem Meisterbrief in der Tasche weiter? Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir selber noch nicht so Gedanken gemacht. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt mehr Berufserfahrung sammeln möchte, weil ohne geht's nicht und ich möchte auch noch mehr wissen. Und dann muss ich mal sehen, wo mich mein Weg hinführt. Dabei bedient die Jungmeisterin die ganz großen CNC-Maschinen bereits wie ein alter Hase. Und privat ist sie da die große Dattlerin? Also im ehrlichen Sein habe ich mit Technik nicht so viel am Hut. Am Computer bin ich immer noch froh, wie er an- und ausgeht. Aber ich sag mal hier, wenn man das 8 Stunden macht und wirklich Jahre und Wochen und alles, wächst man da so rein, dass man die Handgriffe irgendwann kennt. Nun ist Lisa mit 22 Jahren Feinwerkmechanikermeisterin. Schauen die Kollegen sie jetzt anders an? Hat sich deswegen etwas verändert im kollegialen Miteinander? Nein, Gott sei Dank nicht, weil ich das selber noch gar nicht so möchte. Weil Berufserfahrung ist das A und O, die habe ich schon nicht. Aber ich sag mal, den Meister, den habe ich ja direkt gemacht, weil es war halt ganz günstig, noch zu Hause zu wohnen, den Meister zu haben. Und ja, also eigentlich ist es mir wichtig, erstmal Berufserfahrung zu sammeln und dann mal weiterzusehen. Aber den Brief, den kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Dann lass einmal den Platz nehmen. Klapp. So. So. Und dann schauen wir ein bisschen die Spitzen. Gut. Mein Name ist Kevin Knopp. Ich wohne in Eitelborn bei Koblenz und bin Meister in zwei ganz unterschiedlichen Bereichen. Für mich war das eigentlich relativ früh schon klar, dass ich Friseur werden möchte. Wie genau das kam, weiß ich nicht, aber ich habe irgendwann gesagt, ich möchte gerne Friseur werden. Und das war auch, bevor ich mit der Schule fertig war. Da war Kelvin bereits in einer anderen Disziplin schon recht gut unterwegs. Ich habe eigentlich mit 5 Jahren angefangen zu tanzen durch meine Schwester. Also die hat vorher so 2, 3 Trainings vorher hat die das schon getanzt und ja, hab's dann gesehen, hab gesagt, das will ich auf jeden Fall machen. Tanze jetzt auch erfolgreich Paartanz mit der Sarah Meise. Und ich habe dadurch irgendwie auch diesen Ehrgeiz entwickelt durchs Tanzen, weil ich es von klein auf mache. Und ich mach's auch gerne. Und auch sehr erfolgreich. Wir sind schon Deutscher Meister geworden bei Union, das war 2009. Und dann haben wir halt danach das Jahr bei den Senioren starten müssen. Und ja, tanzen, sage ich mal, seit ich 5 bin, sie 4 ist, also schon fast 20 Jahre zusammen. Egal, ob das in der Gruppe ist oder ob das generell als Tanzpaar ist. Und wurden jetzt auch letztes Jahr Deutscher Meister bei den Senioren. Vorher schon 2-mal, aber letztes Jahr war das ganz besonders, weil wir die komplette Punktzahl, die man erreichen kann, erreicht haben, die 50,0 Punkten. Und das ist schon was Besonderes, weil man dann in die Geschichte reingeht. Und das ist schon eine Ehre. Doch wie im Handwerk gilt auch im Sport. Ohne gute Vorbereitung kein Meistertitel. Sarah und Kelvin trainieren mindestens einmal wöchentlich. Und da geht es durchaus hoch hinaus und ziemlich rund. Vor großen Meisterschaften haben wir halt auch schon 2-3-mal Training. Aber wenn wir auch das 1-mal Training haben, da haben wir aber auch schon 3 Stunden Training. Ist auch meistens so, dass ich wirklich von der Arbeit direkt ins Training fahre und dann extrem spät erst nach Hause komme. Aber ich mach's gerne. Handwerk, auch wie das Tanzen, dass du klar die Fingerfertigkeit zuerst mal haben musst beim Handwerk und auch generell beim Tanzen das Spaß und das Taktgefühl.
Aber es sind trotzdem beide Sachen, wo ich sage, das kann man sich erarbeiten und kann das Beste aus sich rausholen. Eigentlich wie bei jedem Beruf oder bei jedem Sport, wenn man halt Spaß daran hat. Und gerade dieser Ehrgeiz, den ich beim Tanzen entwickelt habe, den habe ich halt übertragen zum Beruf. Ehrgeiz, der Kelvin zur handwerklichen Meisterschule führen musste. Nachhinein bin ich auch froh, dass ich es in Koblenz gemacht habe, weil ich halt auch mit den Dozenten sehr gut klarkam. Die haben uns generell sehr gut vorbereitet für die Prüfung. Ich bin auch wirklich froh, dass ich es genau so bis jetzt gemacht habe. Also auch genau mit den Weiterbildungen, dass ich dann Meister erst gemacht habe, dass ich meine Erfahrungen so gesammelt habe. Und doch bin ich zufrieden so. Mein Name ist Dana Schönberg, ich komme aus Würzburg, bin Dachdeckermeisterin. Und ich weiß nicht, wie das genau passiert ist, aber meine Prüfung habe ich ganz gut abgeschlossen. Schon mein keine Ahnung was, Opa, hat damit angefangen. Und das Ganze hat sich so weit fortgesetzt bis jetzt, ja, zu mir. Und mein Papa ist ja auch Dachdecker, meine Schwester hat auch gelernt und ja, da habe ich viel mitbekommen, wie das so abläuft, was alles gemacht wird und dachte mir, es interessiert mich, ich mache das jetzt auch mal. Und ich bin froh, dass ich es getan habe. Dabei war der Weg aufs Dach nicht ganz geradlinig, denn als Kind zeigte sich Dana sehr flexibel in der Frage nach dem Berufswunsch. Das hat bei mir sehr viel variiert. Ich war mal diese Woche das, die andere Woche jenes. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht im Bereich Büro, weil ich dachte, ah, das ist es so, vorm PC sitzen und tippen. Aber da habe ich ganz schnell gemerkt, ah, das ist ganz schön, aber mein ganzes Leben lang ist das, glaube ich, nichts für mich. Und ja, so kam es dann. Was die Frage einschließt, muss ein Dachdecker schwindelfrei und wetterfest sein? Also schwindelfrei, wenn das Gerüst gut gebaut ist, muss man nicht sein, find ich. dann ist das eigentlich kein Problem. Und wenn man auf dem Flachdach unterwegs ist, dann spielt das für mich persönlich weniger eine Rolle. Zum Wetter, man braucht immer eine Eingewöhnungsphase. Die ersten paar heißen Sommertage sind hart und die ersten paar knackig kalten Wintertage sind auch hart. Aber mit einer dicken Jacke oder einem Hut auf dem Kopf lässt sich alles irgendwie aushalten. Der Ausbildung folgte die Meisterschule. War früher das Dachdeckerhandwerk eher eine Männerdomäne, waren hier gleich 5 junge Damen auf Meisterkurs. Und wie haben die männlichen Mitstreiter auf diese Frauenoffensive reagiert? Das Verhältnis zu den Jungs, ich würde sagen, das war, ja, es war angenehm, weil es ist total unproblematisch und man hat jeden Tag was zu lachen gehabt und die haben auch einen immer unterstützt. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich dachten so, oh Gott, was will die da? Sondern die haben immer geschaut, wo sie einem helfen können. Und ja, war eine schöne Zeit. Irgendwann stand dann die Prüfung an. Danas Sternstunde. Mit gerade einmal 21 Jahren erreichte sie die höchste Punktzahl. Nicht nur bei den Dachdeckern. Nun ist sie allerbeste aller 588 Jungmeisterinnen und Jungmeister. Wie macht man das? Gab es einen Masterplan? Ich habe grundsätzlich einfach versucht, mein Bestes rauszuholen an dem Tag und das Beste draus zu machen. Dass es jetzt im Endeffekt dafür gereicht hat oder so gut war, hätte ich nicht gedacht. Also wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Und wie geht es nun weiter? Es steht natürlich im Raum, sozusagen auch vielleicht den Betrieb zu übernehmen. Aber ja, ich weiß noch nicht so ganz, ob das dann genau das Richtige für mich ist oder ob ich ja, einfach im Hintergrund zwar die Fäden ziehe, aber vorrangig dann einfach draußen auf der Baustelle bin und mein Spaß hat.